Kapitel 1 war irgendwie das schönste mit all der Leichtigkeit. Im Sommer vor 10 Jahren, Kapitel 2, das wilde erste Jahr zusammen in Urlaub fahren. Als wir in Schweden waren, Kapitel 3. In unserer kleinen Wohnung oben unterm Dach und alles ohne Plan, Kapitel 4. Die ersten fiesen Streits und nicht nach Hause kommen. Als die ersten Zweifel kamen und irgendwo auf Seite 107 bin ich auf einmal einfach stehen geblieben. Hab ein paar Zeilen übersprungen und lange mit mir selbst gerungen und vorgeblättert bis zum Epilog. Unsere Geschichte ist erzählt, unsere Themen sind verbraucht. Es gibt nichts, was mich noch quält, es gibt nichts, was mich noch hält, alle Wege zu verbaut. Unsere Geschichte ist erzählt und das Ende steht jetzt fest. Haben uns viel zu lang verstellt und am Ende festgestellt, dass sich's doch nicht ändern lässt. Kapitel 5 würde ich lieber weiter blättern, es waren irgendwie nicht wir, die da geschrieben haben. Kapitel 6 und es nochmal probieren, wir starteten bei null, um am Ende auszuatmen. An Kapitel 7 bis 20 kann ich mich kaum erinnern, hab unser Buch gehasst, denn ich wusste, es ist wahr. Und irgendwo auf Seite 700 hab ich mich über uns nur noch gewundert. Ich hab mein Zeug zusammengeräumt, bin umgezogen zu einem Freund und hab das Ende für mich neu geschrieben. Unsere Geschichte ist erzählt, unsere Themen sind verbraucht. Es gibt nichts, was mich noch quält, es gibt nichts, was mich noch hält, alle Wege zu verbaut. Unsere Geschichte ist erzählt und das Ende steht jetzt fest. Haben uns viel zu lang verstellt und am Ende festgestellt, dass sich's doch nicht ändern lässt. Unsere Geschichte ist erzählt, unsere Themen sind verbraucht. Es gibt nichts, was mich noch quält, es gibt nichts, was mich noch hält, alle Wege zu verbauen. Unsere Geschichte ist erzählt und das Ende steht jetzt fest. Haben uns viel zu lang verstellt und am Ende festgestellt, dass sich's doch nicht ändern lässt.